Hallo und herzlich willkommen aus der Praxis Miracura. Mein Name ist Christoph Arnold und ich habe schon mal den Weihnachtspullover angezogen, weil, wo ich das Video heute aufnehme, starten die meisten Weihnachtsmärkte und das ist ja auch ein schönes Ereignis, das ja vielleicht der einen oder dem anderen auch so ein bisschen wieder Schwung gibt, um ja aus seiner Geschichte herauszukommen. Ja, aber heute geht es nochmal wieder darum, die Miracle Tools anzuschauen. Und heute möchte ich dir nochmal das Miracle Tool Glaube ans Herz legen. Jetzt, bevor du abschaltest und sagst, ich habe nichts mit Religion am Hut, es geht da jetzt nicht unbedingt primär um Religion. Allerdings vielleicht auch, je nachdem, was du ja erlebt hast in deiner Kindheit, was du aufgesaugt hast und was immer noch so tief in dir drin steckt. Und das nenne ich dann die sogenannten tiefen Überzeugungen oder Glaubenssätze. Das muss eben nicht unbedingt nur mit Religion zu tun haben, sondern bezieht sich auch ganz allgemein auf alle möglichen Dinge, irgendwelche Aussagen, die du früher einfach mal aufgeschnappt hast. Man hart arbeiten muss, wenn man was erreichen möchte. Und reiche Menschen sind alles Menschen, die von anderen irgendetwas wegnehmen. Und natürlich auch zum Thema Krankheit, da hatte ich, glaube ich, auch schon mal ein Video zu gemacht, speziell eben, was du da tun kannst, um dir einfach mal die Glaubenssätze anzuschauen. Ja, was allerdings noch wichtiger ist, ist einfach überhaupt erstmal die Frage, glaubst du an deine Heilung? Denn auch das ist ja vielleicht damit besetzt, dass eine Vorstellung da ist, dass du etwas übernommen hast. So unter dem Motto, ja, tut mir leid, wir können Ihnen da nicht mehr weiterhelfen. Diese Erkrankung ist unheilbar und wir können Ihnen etwas zur Linderung geben, aber ich kann Ihnen da keine Hoffnung machen. Ja, und dass man davon auch wieder ein wenig Abstand gewinnt. Und sagt, okay, was da jemand anderes glaubt, aufgrund welcher Aussage, aufgrund welcher Datenlage hat er diese Aussage getroffen. Und auch, wenn das ja stimmen mag, gibt es meist immer Ausnahmen. Und warum soll ich nicht die Ausnahme sein? Ich müsste dafür erst einmal daran glauben, dass ich diese Ausnahme bin. Und auch wieder so ein bisschen vielleicht zurückhängend damit, mit dem, was man so alles aufgesaugt hat in der Kindheit, habe ich überhaupt Heilung verdient? Spür mal genau in dich hinein. Ist da wirklich die Resonanz, die sagt, ja, ich habe Heilung verdient? Oder ist da irgendetwas, ja, ich hätte es gerne, aber das sind grundsätzliche Dinge, die ja wirklich Wunder bewirken können, wenn wir sie wirklich angeschaut haben. Denn die Problematik ist meist, dass wir uns der meisten Dinge nicht bewusst sind, die uns vielleicht an der Heilung hindern. Ja, und dann hat man Untersuchungen gemacht, welche Methoden denn so die besten sind, therapeutisch, psychotherapeutisch auch. Kann man irgendwie sagen, gibt es diese Methode oder diese Methode, die dann am erfolgreichsten ist? Und dann hat man festgestellt, dass es eigentlich an zwei Faktoren hängt. Nämlich zum einen, dass der Patient, der Klient, also du, glaubst,
dass dir jemand helfen kann, dass also du Vertrauen und Glauben in den setzt und sagst, ja, der kann mir helfen. Und zum anderen muss auch der Therapeut glauben, dass er demjenigen wirklich helfen kann. Ja, wenn ich als Therapeut auch so diesen Glaubenssatz übernommen habe, ja, das ist eine unheilbare Erkrankung, da kann ich gar nichts machen, dann werde ich nicht derjenige sein, der wirklich jemandem helfen kann zu seiner Heilung. Ich als Therapeut muss daran glauben, dass derjenige geheilt wird, dass ich den auch entsprechend bei der Heilung unterstützen kann. Das sind eben zwei wichtige Faktoren, die auch ja, dann wirklich als Miracle Tools eingehen. Also, was glaubst du, hast du es verdient, diese Heilung zu erfahren? Hast du es verdient, die Ausnahme von der Regel zu sein? Hast du den richtigen Therapeuten erwischt, der ja, das auch ausstrahlt, dass er sagt, jo, ich kann dir helfen. Ja, und da sind wir dann eben bei meinem Angebot, dass du gerne bei einem Erstkontakt ja, die ersten 15 Minuten nutzen kannst. Also meine Erstkontakte sind immer maximal 15 Minuten. Kann ja auch sein, dass früher schon Ende ist, aber maximal 15 Minuten, wo wir uns noch einmal gegenseitig beschnuppern und ich auch einen Eindruck von dir bekomme, wo ich sagen kann, ja, ich glaube, wir passen zueinander. Weil das ist ein ganz, ganz bestimmter, wichtiger Punkt, der dabei ist. Und dann können wir beide entscheiden, ob wir wirklich in eine entsprechende therapeutische Beziehung eingehen. Geh gerne auf meine Homepage miracura.de. Da ist nochmal die E-Mail-Adresse abgedruckt, kostenlose 15 Minuten @email.de. Ja, und dann freue ich mich, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute auf deinem Weg zur Heilung.